Heute gehen wir raus aus Köln ins Grüne. Das Bergische Land ist ein Paradies für Wanderer und super für einen Tagesausflug aus Köln. Wir gehen mit dir auf den Bensberger Schlossweg. Mit 9,4 Kilometern ist er einfach. Start und Ziel ist der Parkplatz am Rathaus in Bensberg. Von der Kölner Innenstadt aus nimmst du die Straßenbahnlinie 1. Die Fahrt dauert eine knappe halbe Stunde. Ein Viererticket der Preisstufe 2b kostet 15,40 Euro. Ab 3 Personen schon lohnt sich ein Gruppentagesticket für 16,50 Euro. Zuerst geht es durch Bensberg, vorbei am Rathaus, das die Bewohner liebevoll Affenfelsen nennen. Dafür ist das Schloss Bensberg ein echter Hingucker. Schau es dir selbst an. Dann beginnt der schöne Teil der Wanderung. Wir gehen durch einen Wald und auf historischen Wegen. Hast du sowas schon mal gesehen? Das hier ist eine Milchtankstelle und hier bekommst du frische Milch 24 Stunden am Tag. Gönn dir eine Pause im Naturfreundehaus Hart. Hier bekommst du erfrischende Getränke. Aber nicht zu lange sitzen bleiben, wir haben noch 3 Kilometer vor uns. Und nach etwa 4 Stunden erreichst du endlich das Ziel. Haben wir deine Neugier geweckt? Ja, dann Wanderschuhe an und los geht's. Und wie du am besten nach Köln kommst, findest du bei GoEuro, der Reiseplattform für Bahn, Bus und Flug. Tschüss und bis bald!